Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue und Lifestyle. Nachdem das Thermomix-Experiment erfolgreich durchgeführt wurde, ich verlinke es euch oben rechts rein, hat mich das ein bisschen angefressen. Der Vakuumierer war nicht mehr allzu gut und da musste ein neuer her. Ich habe da mal im Internet ein bisschen recherchiert und habe mich für den Gaso FastVac 500 entschieden. Das war ein bisschen professionelleres Gerät als das letzte. Und das schauen wir heute an. Wer Spaß daran hat, bleibt dran. Ansonsten einfach wegschalten. So, dann geht's hier gleich los. Ich lese mal kurz ein paar Details durch für euch. Es ist ein professionelles Edelstahl-Vakuumsystem mit 130 Watt, doppelte Kolbenpumpe und kraftvoller Motor, geeignet für einen starke Beanspruchung im Dauerbetrieb, Maximum oder maximales Vakuum minus 0,9 bar. Funktionelles Design für ein sehr ruhiges Arbeiten unter 68 Dezibel. Sichere Versiegelung mit doppelter Schweißnaht, Breite 30 cm. Das könnte natürlich ein bisschen mehr sein, aber ich denke, mit 30 kommt man meistens gut durch. Patentierter Verschlussgriff für eine sehr einfache und praktische Anwendung. Vielseitige Funktionen, dreistufiges Verschweißen, zwei Vakuumstufen, Pulsfunktion, manuelles Schweißen, Behältervakuumfunktion. Das werde ich sicher auch noch testen. Habe ich noch nicht, aber ich denke, das macht sicher Sinn. Automatisches Vakuumieren und Schweißen. Prozessanzeige und Soft-Touch-Bedienung gewerblich nutzbar. Tönt schon interessant. Sollte ein paar Vakuumierungen nacheinander aushalten. Hochwertige Verarbeitung des Gerätes für einen langlebigen Einsatz. Vakuumierschlauch für Behälter ist auch schon dabei. Eingebauter Cutter zum Zuschneiden der Beutel. Finde ich sehr gut. Ich habe es natürlich schon aufgemacht gehabt, einmal reingeschaut und dann packen wir das Ganze aus. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Dann schauen wir mal rein hier. Kommt gleich mal der Vakuumschlauch mit den zwei Anschlüssen. Dann das Gerät selber. Das sieht so aus. Ein paar Knöpfe, die schauen wir uns später noch an. Dann der Griff zum Öffnen hier und Verschließen, finde ich sehr gut. Hier haben wir noch den Anschluss für die Behälter mit dem Schlauch hier. Können wir hier einstecken und dann die Behälter vakuumieren oder zum Marinieren nehmen. Drin ist eine Rolle, habe ich schon eingelegt zum Testen. Dann haben wir hier den Cutter, finde ich sehr gut. Und auch die Folie ist schön verstaut. Das ist jetzt eine schmale Version. Schweißnaht. Und viel mehr gibt es da nichts zu sagen dazu. Dasselbe wie bei anderen hier. Fürs Vakuum. Hier geht noch die Düse rauf. Für das Behälter vakuumieren nehme ich mal an. Ja, sieht mal sehr gut aus soweit. Dann schauen wir weiter. Ich nehme hier mal die Folie, lege sie einfach drüber, um das Ganze zu verschließen auf einer Seite. Drücke es runter und den Hebel nach unten, so ist es verschlossen. Mal einen Strom an. So Freunde, ich bin wieder da, hatte mehrmals Stromausfall. Ich bin dem Übeltäter auf die Spur gekommen.
Es war eine Steckleiste, die ein wenig auf der Seite war. Da hat das Wasser reingetropft. Ist jetzt ein Aquarium, habe sie ausgetauscht und mit einem Plastiksack gut geschützt. Und jetzt hoffe ich, dass es so weitergehen kann. Wie immer, weil ich hatte noch nie Probleme mit Strom eigentlich hier. Aber das ist ja klar, wenn Wasser dran kommt, dann ist da nicht zu spaßen. So, weiter geht's hier. Schweißnahttest. Drücke ich hier auf Schweißen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier Schweißen. Schauen wir mal. Das geht bei diesem Gerät ein wenig länger. Ich habe es schon mal getestet. Aber das macht auch Sinn. Der schweißt schön zu. Und nachher wartet er, bis es schön ausgekühlt ist, sodass eine richtig gute Schweißnaht entsteht. Dann haben wir es geschafft. Schön doppelte Schweißnaht, richtig dick. Ich weiß nicht, sieht man das ein wenig? Sieht auf jeden Fall richtig robust aus. Und beide so 2 mm, 3 mm breit. Dann hier den Cutter nach oben. Schauen, wie viel das hier braucht. Und einmal durchfahren. Und schon habt ihr da einen schönen sauberen Schnitt. Das nehmen wir hier gleich mal zum Test. Eine alte Dose, Schleichwerbung. Ne? Packen die mal hier rein. Beutel ist zu klein. Nehmen wir was anderes. Doppelstecke oder so ein Schweiz auf EU-Norm. Mal schauen, wie schön, dass der das einsaugt und was wir für ein Vakuum bekommen. So sollte es gerade noch reichen. Hier kann man noch umstellen, vakuumieren, normal oder schwach. Hier noch die Schweißnaht, normal, feucht und extra lang. Ich nehme hier mal normal und extra lange und dann schauen wir mal, was passiert. Und los geht die wilde Fahrt. Ihr seht schon, da ist richtig Power dahinter. Dann haben wir es geschafft. Das ist richtig gut. Man sieht es hier. Da geht sogar bis in die Dose rein. Ist alles versiegelt rundherum. Ja, ich denke, besser kann es gar nicht sein. Gefällt mir schon sehr gut. Und nächster Test, eine Dose rein. Ich schalte hier mal um auf schonend, vakuumieren schonend und auf normal. Schauen wir mal, ob es die zerquetscht oder ob sie es noch aushaltet. Und schauen. Vakuumieren, schweißen. Okay, das war nicht so schonend, aber wir haben noch flüssig. Schauen wir da mal, was da passiert. Hier hat es richtig zusammengedrückt und das schon mal schonend. Also
Die hat richtig Power. Nächste Runde nochmal eine Büchse, leer natürlich, wie vorhin auch. Dann schalten wir mal auf feucht. Und Vakuumierstärke lasse ich auf schonend. Und dann geht's wieder los, die wilde Fahrt. Schon bedeutend langsamer. Ja, Freunde, das hilft's nichts. Noch abwarten, bis der Verschweißvorgang zu Ende ist. Haben wir dasselbe Ergebnis. Für mich ist das eine gelungene Sache, obwohl das nicht schonend war, sondern die Maschine hat einfach richtig Power. Genial! Dann gleich nochmal. Wieder eine Dose drin. Jetzt gehen wir auf manuelles Vakuum. Da können wir selber so lange drücken, wie wir wollen, bis es passt. Sehr gute Option. Ihr seht das nicht, aber wir können hier... Jetzt fängt sie an zusammenzudrücken. Dann reicht es. Schweißen. Und so können wir das auch wirklich individuell verschweißen, je nachdem, was ihr für ein Fleischchen oder Gemüse drin habt, natürlich. Dann haben wir noch Marinieren hier. Ich nehme hier einen Block, ein Holzblöckchen, und dann drücken wir mal drauf und schauen, was passiert. Zieht mal das Vakuum. Hat ein schönes, gutes Vakuum gezogen. Dann geht's in die Pause. Passiert nichts viel. Jetzt lässt er wieder ein wenig Luft hinein. Entspannt das Vakuum. Zieht wieder ein gutes Vakuum. Dann lässt er wieder Luft hinein. Entspannt das Vakuum. Zieht wieder ein gutes Vakuum. Und das geht jetzt immer weiter so bis auf 0. Und so ist es dann richtig gut mariniert, das Fleisch. Dann lässt er wieder Luft rein. Und so kann man da gut marinieren. Optimal ist natürlich ein Vakuumgefäß. Da könnt ihr euer Fleisch reinmachen, mit dem Schlauch verbinden und so ein super Marinade schön ins Fleisch reindrücken. Das werde ich sicher mal testen. Jetzt gibt er das letzte Mal die Luft wieder frei. Ich denke, das wird auch mit dem Beutel funktionieren. Das testen wir alles mal bei Gelegenheit dann. Ihr seht, der Beutel ist nicht verschweißt. Könnte man am Schluss nochmal machen, wenn man es noch länger marinieren möchte. Aber die Funktion wird sicher angetestet. So, nun noch zum Fazit. Ist natürlich ganz was anderes als mein letzter Vakuumierer, den ich hatte. Der war auch vom Preis her ein wenig günstiger oder ein wenig viel günstiger. Hier liegen wir ein wenig über 200 Euro, hat aber ein, ich würde mal sagen, Semi-Profi-Gerät, das schön verbaut ist aus Edelstahl, robust mit der Klappe hier. Alles schön oben mit den Knöpfen beschrieben. Richtig Leistung drin, auch das Schneidewerk hier mit dem aufklappbaren Cutter drin funktioniert hervorragend. Die Folie ist schön versorgt hier,
muss man nicht noch extra irgendwo lagern. Doppelte Schweißnaht, richtig breit. Ja, Freunde, mein Weihnachtsgeschenk, das ich mir selber gekauft habe natürlich, gefällt mir sehr gut. Werdet ihr mehrmals wiedersehen, denke ich. Und ja, nach dem Thermomix Spezial musste was her. Ich habe mir noch einen Sous-Vide-Stick gekauft. Nichts Verrücktes, aber den testen wir auf jeden Fall auch an. Und es gibt sicher noch ein kleines Unboxing dazu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein paar positive Kommentare freuen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Schaut wieder mal rein bei Facebook, bei Grünchill Barbecue Lifestyle International. Wir sind über fast 7000 Mitglieder. Und bis zum nächsten Mal bei Grünchill Barbecue Lifestyle. See ya!